Hallo und herzlich willkommen zurück zu Orcs Must Die. In der letzten Folge haben wir in der Mittagspause relativ verkackt. Also die Mittagspause lief echt nicht gut für uns. Aber gucken wir mal, ob unser Kriegsmagier auch ein Elektriker ist. Denn jetzt widmen wir uns mal dem Strom. Und kriegen die Dampffalle, die Gegner in die Luft wirbeln kann. Das weiß ich noch. Ich fühle mich den Spalten näher, wenn ich einen verteidige. Als ob sie meinen Kopf mit mehr Pfiffigkeit füllen. Ja, du bist mir auch so ein Pfiffiger. Pfiffiges Kerlchen. Ja, hier haben wir eine relativ einfache Map. Die kommen hier raus und da raus und wollen da hinten rein. Wir werden auf jeden Fall den Zugang zur Treppe hier zumachen. Weil ich weiß nicht, ob die Gegner hier nicht auch hoch wollen. Und werden hier relativ viel mit Bogenschützen arbeiten, weil hier nicht viel mit Wandfallen ist. Ich wäre fast runtergefallen, das ist nicht so geil. Und ich glaube, ich werde mal gucken. Wir haben ja die Dampffalle gekriegt. So. Ich denke, das ist so ziemlich das Beste, was wir machen können. Wir können natürlich auch wieder den Bodensänger, aber ja, eher nicht so. Und jetzt hier sehen wir schon mal Kobold-Läufer und Höllenfledermäuse kommen vorbei. Die fliegen. Wer hätte das gedacht? So. Ach ja, die kommen da aus den Fenstern jeweils raus. Was den Einsatz von Bogenschützen noch dringender macht. Aber ich glaube, die kommen nicht aus den Fenstern. Das wäre nämlich echt unfair. Also im zweiten Teil ist es so, die Flieger halten nicht viel aus. Aber sie nerven. Sie nerven so ungemein. Machen wir das so. Und dann einfach noch ein paar Bogenschützen hier oben hin. Hier ist ja schon direkt so ein schöner Vorsprung für die Bogenschützen. Ich wollte schon für die Orks sagen. Mhm. Nein, das sind keine Orks. Glücklicherweise. Jetzt mal. Fast da. Es wird richtig wehtun. Und ja, wir sammeln die Fässer jetzt erstmal gerade. Ja, wir sammeln die Fässer jetzt gerade erstmal kurz. Aber ich kann auch einfach schon mal die Horde entlassen. Sie brechen durch! Zum Entfesseln. Nicht entlassen. Also entlassen würde ich sie auch gerne, wenn ich es könnte, weil dann wären wir sie ganz schnell los, aber ich glaube, das wird nichts. Das wollte ich eigentlich auch nicht tun, aber gut. Hat funktioniert. Naja. Zumindest haben wir es nicht so hochgejagt wie das erste Fass. Hust, hust. Das ist nie passiert, ja. Komm. Komm. Aber wenn man sich ein bisschen Zeit lässt mit dem Zählen, dann geht das auch echt gut. Noch keine Flieger in der Welle. Na gut. Hätte mich persönlich auch gewundert, weil es war nun mal die erste Welle, da kommen für gewöhnlich einfach nur ein paar Orks. Jetzt kommen Armbrustschützen wahrscheinlich dabei und da kommen die Flieger. Da. Den können wir, glaube ich, keinen Kopfschuss verpassen. Achtung! Flieger! Nee. Eines, was soll das heißen? Los, los! Ich bin ein Mädchen! Ja, der Ork ist ein Mädchen. Was wiederum die Frage aufwirft, wie sehen weibliche Orks aus? Wollen wir das wissen? Ich glaube persönlich eher nicht so. Hey, hör auf mich anzusprechen hier. Ich höre den Fledermäuse. Eigentlich schießen die Armbrustschützen auf mich, aber... Oh, geht doch Kopfschüsse gegen die. Okay. Hab mich gehört. Dann habe ich eben einfach nur nicht getroffen. Bitte einmal durchwischen. Noch mehr. Ja, die können leider auch über die Abgründe fliegen, also die halten sich nicht unbedingt an die Laufwege der Orks. Weil, warum sollten sie auch so können fliegen? Das wird nicht unbedingt angenehm. Ach komm schon, echt jetzt. Will der mich verarschen? Hat der gerade echt noch das Fass unnötigerweise ausgelöst? Mein Bogen ist euer. Scheinbar kommen die noch nicht aus dem
aus der zweiten Tür raus. So. Und wundervoll. Weil du mir im Weg standst. Als zweites werde ich dahinter die Dampffallen einmal setzen und dann einmal die wieder Teerfallen, einfach damit die da noch weiter verlangsamen. Vor allem gegen die Flieger, hier ist das echt angenehm. Flieger, genau, die Läufer. Weil die, wie gesagt, immer leider über Fallen drüber rennen können, ohne sie auszulösen, was eine Schweinerei ist. Und Dampffalle. Och, ein Hub, Schrapp, Schrapp, Schrapp. So, jetzt kommen natürlich auch hier raus. Box. Wer hätte das erwartet? Ich mit Sicherheit nicht. Deshalb haben wir auch gerade nochmal so ein bisschen Bonus gekriegt, von wegen, ja, hier bauen wir noch mehr Fallen. Oh, super! Und da. Das ist relativ gut für die Bogenschützen, glaube ich, weil die dann aufhalten und die Bogenschützen dann weiter auf sie schießen können währenddessen. Treffer. Aber ich finde es schade, dass man irgendwie nicht mehr Waffen kriegt. Also im zweiten Teil gibt es wesentlich mehr Waffen noch. Nicht nur die beiden, die wir relativ dauernd bei uns haben, plus den Vampirhandschuh, sondern wirklich auch noch ein paar mehr. Ich sag, wie gesagt, also man startet halt direkt als Kriegsmann mit der Donnerbüchse, die ich persönlich sehr viel lieber mag als die Armbrust. Zugegeben. Okay. Das ist ganz gut. Dann können da hinten die Bogenschützen draufschießen, schon mal das dezimieren. Kommen auch nicht so viele von durch dann dadurch. Wie gesagt, also gegen diese kleinen Läufer sind Bogenschützen echt mit die besten, die man einsetzen kann. Wenn sich die Bogenschützen dann auch eben auf die kleinen Viecher konzentrieren. Und jawohl, perfekt, genau an allen vorbei, die es hätte treffen sollen. Aber naja, was wollen wir machen? Noch mehr Rocks tot. Was? Ja, also scheinbar werden die Kleinen auch in den Windfallen hochgehoben. Der ist, glaube ich, eigentlich tot. Ja, der ist tot. Gut, dass die Gegner nach einer Zeit despawnen, wenn sie gestorben sind, weil sonst würde mich das, glaube ich, ziemlich verwirren. So, setzen wir hier noch zwei Bogenschützen hin. Nennt mir ein Ziel. Bereit, eurem Geheiß zu folgen. Und jetzt fangen wir mal an, was mitzunehmen. Hallo. Ich finde, das ist eine gute Idee. Sollte man nur nicht gegen Ogre, glaube ich, machen, weil die ändern einfach stunnen und dann stirbt man relativ schnell. Wahrscheinlich. Und Amos Orks, nein, weg. Weg. Ja, gut. So viel zum Thema, ich kann manchmal doch zielen, wenn ich mich konzentriere. Ein Bogenschütze ist gefallen! Jetzt versuchen die nämlich unsere Bogenschützen platt zu schießen. Was mir persönlich gar nicht gefällt. Ja, die stehen aber glücklicherweise genau jetzt wieder auf, die Bogenschützen. Ja, hier könnte man halt Wandfallen hinbauen, aber naja. Sieht gut aus. Das wird wehtun. Vielleicht damit die Bogenschützen noch ein bisschen mehr Zeit haben zu reagieren.
mach mir Armbrust aus. In der Luft. Ach, jetzt kündigt er sie auch mal an. Das hat mich die ganze Zeit gewundert, weil ich weiß nicht, irgendwie habe ich es nicht gehört oder er hat es nicht gesagt. Also normalerweise kündigt der Flieger immer an. Genauso wie im zweiten. Also es gibt mehrere Gegnersorten, die immer mal wieder angekündigt werden. Einfach weil die Entwickler meinen, dass es besonders, dass sie es besonders wert sind, erwähnt zu werden, wie zum Beispiel Flieger. Im zweiten Teil die Pioniere. Wer die kennt, weiß auch, dass das sehr wohl wertvoll ist, weil, wie gesagt, Pioniere, das sind die halt, die gezielt auf Barrikaden losgehen. Wenn man demnach möglichst schnell tot sehen will, bevor sie auch nur die Chance haben, an die Barrikaden zu kommen. Sind alle tot. Sehr gut. Ja, ihr seht schon, unsere Bogenschützen machen einen super Job. Auch wenn die gerade manchmal ein bisschen auf die Schnauze kriegen, der da hinten zum Beispiel. Ich glaube, man könnte ganz fies sein, die verkaufen und dann einen gesunden wieder hinsetzen. Ich weiß nicht, ob das funktioniert. Weil wir haben so sozusagen keine Möglichkeit, die die Bogenschützen manuell wiederzubeleben. Also da müssen wir immer dann auf die Verschnaufspause warten, sprich, dass wir die Anzeige kriegen, Horde entfesseln. Das ist die Verschnaufspause. Das sind tote Orks. Nicht so intelligent, sich im Nachhinein zu lassen. Was? Verdammt! Ich schon wieder nicht gesehen habe. Schweinebacke. Hätte ja mal klappen können, dass wir es mal wieder ohne Verluste schaffen. Aber nein, ich musste ja wieder so einen komischen Läufer übersehen. Das wird nicht unbedingt angenehm. So, und die letzte Welle. Hier kommt ein Ogre. Flieger! In der Luft! Ich weiß gar nicht, was passiert, wenn die Ogre auf so eine Falle treten. Gar nicht. Denen ist es egal, die sind zu schwer. Dann löst du halt jetzt schon mal alle Fallen für die Viecher aus. Auf die Rampage gesehen. Ein Bogenschütze ist gefallen! Bitte einmal durchwischen! Hey. Oh, was für eine Sauerei! So muss das. Bogenschütze ist gefallen! Ein Bogenschütze ist gefallen! Stellen wir uns hier mal ein bisschen hin, heilen uns. Gucken, dass wir die Flieger runterholen. Weil die nicht durch unsere Fallen kommen. Man kann Flieger halt mit den Elektrobrutzlern zum Beispiel relativ einfach töten. Dafür bräuchte man halt nur flache Decken, die wir nicht haben. Also da hinten hätten wir einmal aufhängen können, aber ich glaube, das hätte sich nicht gelohnt. Okay, wir waren definitiv über der Zeit, weil sonst hätten wir, genau. Und es ist immer so knapp, das funkt mich persönlich so ein bisschen. Hier konnten wir uns ja noch nichts kaufen, stimmt, bei 14, das wollten wir haben. Die würden mehr Schaden versorgen, das ist natürlich auch mal ganz nett, mehr Schaden. Die würden weniger kosten, ist auch ganz gut, aber ich würde persönlich am liebsten erstmal auf die Bogenschützen sparen. Sprich, wir brauchen noch 5 Schädel. Wir haben noch keine 15 Minuten, also können wir auch die nächste Falle noch zeigen. Die Schubfalle. Gerüchte besagen, dass viele Kriegsmagier im Kampf gefallen sind. Wie viele von uns wohl noch da sind, um die Festungen zu schützen? Ja, das ist eine gute Frage, die ich dir nicht beantworten kann, Luke. Die Map kenne ich ehrlich gesagt auch aus dem zweiten Teil. Die ist ein bisschen doof. Meiner Meinung nach. Also wir haben halt hier, kommen Orks raus, versuchen links und rechts runter zu gehen in den Spalt.
Und wir haben da hinten Orks, die da rauskommen. Da kommen sie auch zuerst raus, die dann auch ebenfalls versuchen, hier links und rechts in die Spalte zu kommen. Das ist scheiße. Das gefällt uns nicht. Die werde ich auf jeden Fall wieder brauchen. Jetzt können wir auch wieder Wandfallen benutzen, beziehungsweise werden auf jeden Fall die Schubfalle nehmen. Ich weiß nämlich, ob ich die Wandklingen nicht sogar lieber möchte als die. Ja, die haben so eine hohe Zurücksetzzeit. Ne, nehmen wir nicht. Nehmen aber die Schubfalle mit. Mit der Schubfalle können wir nämlich was ganz Lustiges machen. Wir können die zum Beispiel hier hinsetzen. Könnten wir. Und wenn hier ein Ork langläuft, dann wird der einfach da in die Säuregrube geschubst. Was ziemlich cool ist. So. Ich werde jetzt erstmal. Ich will nämlich nachher nur einen Spalt verteidigen müssen. Und das heißt. Ein kleines Geschenk für dich! Da können wir uns dann später darauf konzentrieren, wenn da dann auch die dementsprechenden Orks rauskommen. So, dann fangen wir doch mal an. Nur für dich! Tierfall. So. Da kommen sie! Ja, jetzt muss ich mich komplett nur darauf. Oder besser gesagt, jetzt muss ich mich nicht auf Fallen verlassen, beziehungsweise kann ich mich nicht auf Fallen verlassen. Jetzt muss ich sie alle selber töten. Einer der Gründe auch wieder, warum ich den Klingenstab mitgenommen habe, warum ich den eben nicht benutzt habe, so gut wie. Ja, okay, das reicht nicht. Schade. Aber es hat scheinbar doch noch einiges erreicht. Also, da sind ziemlich viele jetzt gerade reingefallen. Das macht das Leben für einen Kriegsmann ja schon angenehm. So, dann können wir uns eben schnell mal ein bisschen heilen. Wir heilen uns auch ziemlich schnell an den Spalten. Also im zweiten Teil geht es definitiv langsamer. Wenn wir mal so möglichst viele direkt am besten auf den Kopfschüssen ausgeschaltet können, damit wir wenig Schüsse brauchen. Spaß und Trab irgendwie nur mit jedem zweiten Schuss in den Kopf. Jetzt kommen leider welche von auch der anderen Seite. Nee, die sind echt nicht gut. Die Wandschubser hier. Ich glaube. Das Problem ist, ich habe. Ich hätte mir die Deckenfallen kaufen können. Und hier reinsetzen. Genau da! Da ist es! Habe ich leider nicht getan. Warum? Wegen der Milch oder so. Keine Ahnung. So, ich muss jetzt aber immer noch auch hier abschließen. Etwas Feines für dich. Und mal hier abschließen.
weil ich dann nachher hier oben drauf Bogenschützen stellen kann. Beziehungsweise noch kann ich mir das Geld sparen, die 700. Kann mir hier mal mittig eine Teerfalle und dahinter eine Stachelfalle, weil mehr kann ich mir leider nicht leisten. Ich dachte erst so im ersten Moment, da kämen jetzt Läufer. Ist aber so tief unten gezielt. Der war einfach nur hier vorne schon durch. Also, was heißt durch? Kam halt was weiter. Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, wie ich das Level im zweiten Teil gespielt habe. Ich glaube aber ähnlich. Nur im zweiten Teil hatte ich zu dem Zeitpunkt schon 10 Slots für Waffen meiner Wahl, vor allem frei. Und da konnte ich definitiv effektiver agieren, würde ich jetzt mal einfach behaupten. Mal gucken, Yannick hat es ja schon gespoilert, wir wollen ja den zweiten Teil zusammenspielen. Könnt ja, werde ich auch mal mit ihm ein bisschen drüber quatschen. Was? Hä? Es gibt noch einen zweiten Spalt, ich passe lang. Also normalerweise greifen die Barrikaden nur an, wenn sie ihnen den einzigen Weg zum Spalt versperren. Wenn es aber noch zwei Spalte gibt, also zumindest im zweiten Teil war es so, dass die dann einfach zum anderen Spalt gegangen sind. Oder ich mache natürlich einfach mal hier auf. Da dann wieder zu. Sieht gut aus. Weil die können dann unten rum. Das nehmen Orks dann meistens als Freiheit. Mein Bogen ist euer. Bereit zu dienen. Ich befürchte, jetzt kommen sie leider aus beiden Seiten raus. Natürlich fangen sie da hinten an. Ich glaube, das Level können wir einfach als gespielt abhaken. Nennt mir eine Richtung. Damit ich da vielleicht auch noch ein bisschen was aufhalten kann. Also ich bin mit meiner Leistung hier in dem Level definitiv unzufrieden, aber wie gesagt, ich bin halt andere Voraussetzungen für das Level gewohnt. Eigentlich war das Level nämlich gar nicht so schwer. Schön durch die Fallen gejagt. Greif mich an, mich. Oh, komm, bitte, das schön mich. Ich sehe auch gerne Beschläge. Ich möchte aber auch trotzdem nicht sterben. Geschüttelt und berührt. Außerdem erstochen. Jetzt kommt die letzte Welle. Und ich werde, glaube ich, hier ziemlich hart verkacken. Das wird Spuren hinterlassen. Ein Ork für alle Fälle. Fallen. Da kommt nur ein Ogre, okay. Noch. Da kann ich noch mit leben.
Haben der Oma so eine Art durch den Spalt. Das ist natürlich echt schlecht. So. Ich nehme das mal nur noch mit. Ich brauche hier jetzt auch noch Oma. Weil wäre ja zu einfach, wenn irgendwie keiner hier kam. Ja, ich bin tot. Okay. Da habt ihr mal gesehen, wie es ist, wenn wir verlieren. Hässlicher Ork. Aber ich würde sagen, das Gülleloch versuchen wir im nächsten Part erneut mit ein paar anderen Fallen eventuell. Und ich überlege mir da mal was. Ansonsten hoffe ich, die Folge hat euch trotz dem miserablen Level gerade, also miserablen gespielten Level von mir gerade gefallen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal bei Orcs Must Die 2. Quatsch, so weit sind wir noch gar nicht. Bei Orcs Must Die. So. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao.